Neben eurer Spellbar ist plötzlich so ein roter Helm und ihr wisst nicht, was das bedeutet. Helm, Rüstung, ganz klar. Rot ist immer eine Warnung. Hier sagt euch dieses Zeichen, dass eure Rüstung beschädigt ist. Mindestens ein Teil ist so kaputt, dass auch die Werte, die auf der Rüstung sind, einfach weg sind. Das heißt, wichtig ist es, das Rüstungsteil jetzt schnellstmöglich zu reparieren. Das könnt ihr tun, indem ihr zu einem NPC geht, einem Händler oder wie auch immer, Rüstungsmacher. Oder aber vielleicht habt ihr sogar ein Repair-Kit bei euch im Inventar und könnt es benutzen. Das funktioniert aber nicht, indem ihr das im Inventar einfach anklickt, sondern ihr öffnet euer Inventar. Damit ist ja auch die Rüstung geöffnet und schaut erstmal, wie sieht denn eure Rüstung aus. Und hier haben wir die Schulterkappen, die auf Null sind und damit auch alles, was eigentlich damit im Positiven einhergeht, auch auf Null gesetzt ist. Wenn ihr jetzt so ein Repair-Kit habt, ich habe hier 107 von diesen großen Reparaturmaterialien, dann einmal ein Rechtsklick auf dieses Teil, was repariert werden muss. Dann geht ihr hier auf Reparieren. Und jetzt werden euch im Prinzip diese Reparaturmaterialien angezeigt. Manchmal gibt es als Tagesbelohnungen ja auch die Kronenreparaturkisten oder was auch immer ihr dabei habt, wird jedenfalls angezeigt. Das, was ihr benutzen möchtet, klickt ihr an. Dann seht ihr schon, es ist wieder aufgefüllt und ich gehe auf Reparieren und schon ist das Ganze wieder heil. Wenn ich das jetzt schließe, dann seht ihr jetzt, das Helm-Symbol ist weg. Sollte dieses Helm-Symbol immer noch da sein, dann weiß ich, es ist noch ein Rüstungsteil beschädigt. Gerade wenn ich in Dungeons unterwegs bin, in großen Gruppen, wo es eigentlich ungünstig ist, zwischendurch noch groß zu reparieren, macht es auf alle Fälle Sinn, die Rüstung einmal genauer anzuschauen. Wie viel ist denn überhaupt schon kaputt? Hier sehen wir 36 Punkte von 52 habe ich noch. Das logischerweise ist gerade repariert. Das heißt, da sind gleich alles noch da. Und genauso kann ich das dann auch hier anschauen, was eben, ja, oder wie stark es kaputt ist. Je nachdem, wo ich unterwegs bin, würde ich hier dieses Teil zum Beispiel auch schon mal reparieren. Das ist auch noch heil. Das könnte man auch schon wieder neu reparieren und das ist auch noch fast heil. Ja, so einfach ist das und so schnell ist im Zweifelsfall das Ganze repariert. Die Reparaturmaterialien bekommt ihr durch die Daily Crafting Quests oder ihr könnt sie natürlich auch bei Gildenhändlern kaufen, beziehungsweise auch bei diversen NPCs zu erstehen, aber meist dann um einiges teurer, als wenn ihr die über den Gildenhändler dann einkauft. Ja. Das war's zum Thema Rüstung. Ich wünsche euch weiterhin noch super viel Spaß bei Elder Scrolls Online und sage Tschüss bis zum nächsten Video.